Puff, haha, erwischt. So, das war's mit dir. So, ihr Lieben, wir hocken noch immer am selben Tag. Ich habe jetzt vorhin noch einfach mal weiter aufgenommen und getestet. Auch nachdem ich gesagt habe, ich würde das erstmal nachgucken. Naja, das Ausprobieren hat funktioniert. Hahaha. Das sagt man einer Hartnäckigkeit zahlt sie nicht aus. Ja. Also im Prinzip war es schon richtig, was ich getrieben habe. Ich hätte einfach nur stehen bleiben müssen, anstatt von dem Ding wegzurennen. Entschuldigung. Weil wenn uns das Ding in den anderen Bildschirmrand geschoben hat, ging es nach oben, wir konnten ausweichen und dann seine Flanke angreifen. Sehr schöne Aktion. Ja, das haben wir geschafft. Und was mir vorhin noch aufgefallen ist, witzigerweise, die drei Parts, die ihr jetzt vorher gesehen habt, da hatte ich vergessen, meinen Stereo-Mix einzuschalten. Soll heißen, die Musik, wo ihr da hört, habe ich einfach nochmal neu drunter gemixt. Tut mir zwar leid, aber naja, Pannen passieren eben mal. Naja, man ist eben nicht der Jüngste. Man macht Fehler. Oh, ich glaube, jetzt können wir schon zum Finale, hä? So, Save State. Auf Schach habe ich keinen Bock mehr. Okay. Und nun? Aha. Joker schon wieder. Ja, Otters from Arkham Asylum? Moment mal, den Joker haben wir doch gar nicht gefangen. Wieso war der in Arkham? Altes Warenhaus, okay. Oh je, ich darf jetzt also gegen jeden noch einmal kämpfen? Das riecht doch nach Falle. Okay. Okay, dann gucken wir uns das nochmal an. Also allzu lange werde ich heute aber auch nicht mehr machen, weil ich habe heute Abend noch einen Termin, wo ich hin muss. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal rein und schau mal, wie weit wir noch kommen werden in der, ja, nächsten paar Parts. Weiß noch nicht, so eine halbe Stunde vielleicht. Mal gucken. Die habe ich für Riddler gebraucht, die für Scarecrow. Ich weiß nicht, kommt Scarecrow noch mal? Taschenlampe brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Na, ich gehe jetzt einfach mal mit dem, was ich habe. Wobei, Gasmaske noch. Ich bin mir nicht sicher, was auf mich zukommen wird. Aha. Mal gucken. Ach, direkt. Hallo, mein kleiner Flattermann. Schön, dich zu sehen. Die habe ich schon lange nicht mehr auf die Fresse gegeben. Wo hast du denn dein Heli gelassen? Okay, der wird aufmüpfig. Du willst uns auf die Mütze. Ja gut, ich hoffe mal, ich krieg hier dann noch Leben dazu. Ach je, jetzt macht er diese olle Flattermann-Nummer. Ach, oh, komm schon, wie soll man denn den Stichen ausweichen? So? Alter. Der ist jetzt mein erster Gegner und der macht mich schon fertig. Bleibst du liegen? Komm schon. Also irgendwie bringen mir diese Rauchdinger auch gar nichts. Aha. Okay. Mal gucken. Das Problem ist, der Kerl ist dermaßen klein und dick. An den komme ich nicht ran. Okay, probieren wir es halt nochmal. Vielleicht doch nur mit dem Batarang und dann eben mit Sprungtritten. Das wäre eine Idee. Vielleicht kann ich damit seinen Hieben ausweichen. Ja, komm. Ich glaube, den Safe State setze ich jetzt dann dahinter. Weil, nee. Lieber mal die Finger vom Safe State lassen, da habe ich noch mehr Leben drin. Ich bin doch nicht blöd! Okay, bin ich zwar schon, aber das müsst ihr nicht wissen. Aha.
Bei dem kleinen Fettsack hilft also doch sprengen. Komm. Okay. Klappt also doch nicht immer. Da muss ich dann einfach... Das nervt so mit diesem Schirm. So, jetzt geht das wieder los. Aber schon besser als vorher. Wenn er mit dieser ollen Heli-Nummer aufhören würde. So, wieder in Deckung. Jetzt geht das wieder los. Mann, ich hoffe, ich kriege hier zwischendrin nochmal Leben. Na? Okay, so kriege ich den Kleinen. Jetzt weiß ich echt nicht. Soll ich abspeichern? Soll ich nicht? Na, ich probiere es einfach nochmal weiter. Vielleicht habe ich ja Glück und es gibt irgendwo Leben. Unser kleiner Scarecrow. I give you a big dose of my special gas. Er lernt echt nichts Neues. Okay. Wie zur Hölle? Alter, was zappelst denn du so schnell rum? Ach du meine Güte. Okay, okay. Das ist mir jetzt neu, dass Scarecrow dermaßen schnell rumzappelt. Okay. Nochmal. Okay, also im Prinzip, diese Gasmaske kann ich mir dann auch schenken. Gut, ja. Weil wenn der eh noch rumballert, muss ich dann wirklich auf... Ja, rollen wir dann wahrscheinlich echt das Einzige. Ja, ja, ja. Komm. Da, ba, da, ba, da. Ja, ja, ja. Komm. So, das ist doch ein guter Safe State. Na, ein Treffer höchstens. Das sollte ich nicht riskieren, wenn es ginge. So. Wieder. Ah. Ach Mann. Fette Vögel sollten nicht fliegen. Hat man auch bei den Dodos gesehen. Das hat nicht funktioniert. Sie sind alle abgeschmiert und ausgestorben. Könnte auch damit zu tun haben, dass ich ein paar hundert gefressen habe. Ja, ich geb's zu. Ich bin schuld am Tod der Dodos. Seid ihr jetzt schockiert? Ah. Alter, was hast du für einen Turbolader in deinem Schirm? Kannst du eine fette Kartoffel fliegen? So. Bleibst du jetzt mal am Sangli? Ah, jetzt komm schon. Das soll es aber gewesen sein, wollte ich schon sagen. So. Jetzt haben wir ja schon relativ Leben. Ich denke mal, den Batrang behalte ich mal drin und probiere mich mit Rollen. So, Scarecrow, sabbel dein Mist. Komm schon. Ja, ja. So. Aha. Okay. Batrang und dann zuschlagen. Okay. Warum ich jetzt teilweise keine Treffer lande, ist mir wunderlich. Der zieht verdammt viel Schaden ab mit dieser Ölknarre. Okay. Okay, aber ich merke schon, das könnte funktionieren. Ich muss aber dann öfter springen. Aber ernsthaft, der war davor nicht so schnell. Wobei, es passt jetzt eher zu Scarecrow. Eher schneller und dafür weniger Kämpfertalent. Weil er mir doch eindeutig zu viel Schaden als Schläger macht. So. Ich muss ihn öfters erwischen, bevor er mit der Knarre kommt. So. Ich finde es aber schade, dass ich ihm die Knarre nicht aus der Hand schlagen kann.